Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde. Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Life is Strange. Ja, wir haben sozusagen hier im letzten Part den Mord verhindert, indem wir da diesen Feueralarm ausgelöst haben. Gab jetzt aber auch nicht viel Möglichkeiten. Ich denke mal, im Spielverlauf werden sich dann die Möglichkeiten bestimmt noch erweitern oder hat man bloß eine? Keine Ahnung, wir werden es sehen. Und irgendwie... Ja, wir können halt, wir haben auch die Fähigkeit mit dem Zurückspulen gelernt, dass man die Welt, die Zeit reisen kann. Und wir werden mal schauen, was wir da noch so reisen können. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. Okay, ja, ja, schön. I wonder what happened to her. Und ich weiß nicht, weil ich glaube, es wäre zu leicht, wenn man wirklich im Laufe des Spiels alles nochmal zurückspulen kann, oder? Ich weiß nicht. Wir werden mal sehen. Posters over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. Naja, vielleicht sind wir die, die suchen? I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Diesen Freitag, die Bigfoots lassen die Erde erzittern. Die Bigfoots versus the Razorbacks. 11. Oktober, Freitagabend, 19 Uhr Blackwellplatz. Komm als Bigfoot, gewinne einen Preis. Komm als Razorback und du landest auf dem Grill. Die beste Pizza in Arcadia Bay. Ein Stück plus ein Getränk, $3.50. Mhm. Okay, super. Ja, ich bin mal gespannt, wie es das Spiel noch weiter und wie wir das überhaupt spielen. Also bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob wir einfach mit den Entscheidungen leben oder immer zurückspulen. Wir werden mal schauen. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition, but would you do Miss Grant a favor and hear me out? Na klar. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Das hätte Rachel helfen können, natürlich, wenn man jetzt schon mal sowas erlebt hat, ne? Davis und Mattson hätte Rachel helfen können. Ja, ich weiß nicht, ob das mit den Kameras ist. Trotzdem, man muss ja... Mann, was gebe ich jetzt hier für eine Antwort? Machen wir David Mattson. David Mattson doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. So alt ist Blackwell, die amerikanische Ureinwohner. Sie wissen eine Menge. The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Naja, wir bleiben mal verdeckt. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Ja, super. Super, dankeschön. Dankeschön, liebes Spiel. Vielen Dank. Das Arschlochspiel. Jetzt hat das auch noch Konsequenzen. Okay, welche Konsequenzen? Wir können natürlich... Oh Mann. Die Kameras aufgebaut werden und dann könnte man ein bisschen... Aber irgendwie ist das... Ach komm. Wir lassen das mit den Kameras. Plopp. Oh. Was? Moment. Was? Okay. Hi. Max, kannst du meinen Stick mitbringen? Brauche Info und Platz. Hallo?
Sorry, bin spät dran. Verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool, wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich, hoffentlich. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Drücke Tab, um dein Tagebuch zu öffnen. Schon wieder was? Nö. Eigentlich? Achso, Ziel. Ich muss Warrens USB-Stick aus meinem Zimmer holen. Jo, schön. Machen wir das. Oh. Montag, Prolog. Oh. Ansehen. Okay. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Naja, hat er. Camel mit Fotos ist echt so ein bisschen. Ist nicht mein Ding. Ja, hallo. Du liegst so rum in der Sonne. Ja, machst du fein. Okay, wir müssen jetzt zurück zum Wohnheim. Was steht denn da? Main Buildings, Parking and Dormitories. Even. Fotoalbum. Jo, gucken wir uns mal an, ne? Evan's Portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. I think his name is Evan. He always looks so intense. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Keine Ahnung, was soll ich denn das wissen? Ja, da braucht man einen akademischen Abschluss in Dings, um das Spiel zu spielen. nehmen wir mal Steve McCurry. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the Falling Soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Okay, komm, das machen wir jetzt nochmal. Das machen wir jetzt auf jeden Fall und. Spul schon schneller. Mal gucken. Hey Evan. Worthy of it, Max. Ja. Wir machen mal Eugene Smith. Ich will dir reingucken. Well, they both were famous war photographer images, but you should know the difference. Good try. Wrong answer. Kann man nicht im Gespräch nochmal zurückspulen? Nein. Okay, dann müssen wir das nochmal machen. Even, wir sprechen nochmal mit ihr. Ich will in das scheiß Ding reinkommen. nehmen wir mal Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Hey, ich darf da reingucken. Yay. Lesen wir mal. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Cool. Das ist toll. Kann ich jetzt sagen, dass es toll ist? As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. Ihr standet euch nah. Wie war? Ach, das ist die Vermisste, oder was? You were close. Like brother and sister in arms. She understood me, never judged me. I hated her Vortex Club clique, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Ich würde jetzt aber auch, wenn man solche Möglichkeiten hat, ist das blöd. Ich würde die andere Frage auch noch machen. Hi, Evan. As you can see. Ich würde mal. What was she like? She was like mercurial. You know what that means. Of course I do, you snob. I know, I can be a little diva. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good.
Puh, okay. Also es wird wohl um die vermisste, um die vermisste Person gehen. Nein! Nein! Geh zurück. Ach komm. Ich wollte da nicht hin. Ich wollte mich noch umgucken. Ja, die spielen schön. Ich würde ja gern mal mit dem... Okay, hier sind auf jeden Fall die Sachen. Nein, ich will hier nicht zurück. Ach Mann, jetzt habe ich den Platz verkackt. Das ist doch scheiße. I always get a little giddy when I think about having my own room here. Oh, das ist ja jetzt blöd. Da gab's nur so viel. No reason to go now. Doch, no geht need da. To go there now. Doch, no reason da. To go. Geht da. Scheiße. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Wenn ich alles angeguckt habe. Ansehen. The Prescott Dormitory? Good Lord, Nathan's family owns my dorm? Ich will da wieder zurück. Da waren noch so viele Personen, mit denen man vielleicht sprechen konnte. Boah, ist das bescheuert. Dass da jetzt keine Möglichkeit gibt, zurückzugehen, ist doch doof. Griffithy, Rachel, owns the money, pay up, bitch. Don't take it out on the tree, loser. Alicia, Alyssa. I feel like Alyssa and I should be better friends. Okay. Oh. Hi, Max. Was liest du gerade? Wie geht's dir? What are you reading? Love today or die forever. Don't even say anything. It's a bestseller. What to say? Good point. Now if you'll excuse me. Sorry. I really have to find out what happens. Okay. Recycling. Mhm. Glad to see our campus is eco-friendly. Schön. Kann sich aber auch jeden Mist an. Oh shit. There's Victoria and her mean girls. Die könnten wir jetzt mal so richtig blamieren, oder? Geht das? Geht das? Dürfen wir? Machen wir? Tun wir? Machen? Okay. Ach, statt schon wieder da hinten. Okay, wir haben hier Logan, der immer alle verprügelt, der Drecksack. Hey, Logan Robertson. All-American Asshole. Na dann, sprechen wir mal. Ups. Na dann, sprechen wir mal. No, Bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Mhm. Gut, dann legst du mich halt an den Arsch, ne? Oh, guck mal, das ist die Kleine. Oh, mich ärgert das, dass ich jetzt... Zachary always looks like he'd rather be throwing back a beer than a football. Mhm. Football, Max. Big football. Step away. Aber wenigstens kennen sie meinen Namen. Was haben wir denn hier? Oh. There's Kate, looking sadder than usual. Hi, Kate. Hey, Max. Wie war der Unterricht? Du siehst traurig aus. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Was ist los mit dir? Sweet. There's Kate, looking sadder than usual. Max, get a clue. Seriously, Max, I don't want to talk. Sweet. Max. Oh, ein Eichhörnchen. This is going to be too damn cute. At least it's not a cat picture. Ja, mit einer Dose. Wie? Wir haben ein Foto gemacht. Aber man kann hier auch dann Fotos suchen oder was? Guck mal da oben, ein Totem. Kann man das irgendwie ansehen? Warren told me that totem is named Tobanga for a reason nobody knows. Interessant. Mhm. Ja, mehr gibt's hier nicht. Oder, ja, da müssen wir ja auch den Hintergrund achten oder was. Mhm.
Der kleine Hausmeister hier wieder. Samuel. Good old Samuel. Some people are creeped out by him. And he's not creepy, just X-Files weird. Okay. Howdy, Samuel. Well, hello there. Warum all diese Poster? Du siehst beschäftigt aus. What's up with these Rachel Amber posters? Nice, only she would know that, right? I guess. It just makes the campus look sad. You can't color over that sunlight. Der klingt fast so, als ist der Böse. Was ist passiert? Wie war sie so? Du kanntest Rachel? What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward, like a clock. You knew Rachel? How can you know a prison? You just stare in awe. Okay. Now I have to go paint windows. What was she like? She must have been popular. Sweet. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Also dieser Typ ist irre. Dieser Typ ist mir nicht wirklich geheuer, muss ich sagen. Aber vielleicht macht das Spiel auch extra solche Personen mit rein, dass man denkt, Alter, der war's, der ist verrückt, der ist dies und dann ist es doch irgendjemand anders. Sprinkler. You'd think with all the rain here in Oregon, you wouldn't need to water the lawn. I guess Blackwell has to keep the lawn and plants well manicured to look good on a catalog. Mhm. Genau, jetzt, also ich muss wahrscheinlich in diese Tür rein, wo diese Alte davor sitzt. Kann ich denn nicht hier einfach so... Da ist eine Leiter. Komme ich vielleicht in mein Fenster? Kann ich diesen Farbeimer nehmen und der Alten... Naja, komm. Sprechen wir mal mit der blöden Kuh. Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. No. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Kann man diese Dinger nicht irgendwie versehentlich bewegen? Man kommt hier aber auch nicht. Ja, ich bin mir sicher. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Na, das klingt mir aber sehr nach Sprinkleranlagen hier. Schauen wir mal. Wir spulen mal zurück. Okay, die Sprinkleranlagen sind immer noch an. Verdammt. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Genau. Ja, siehst du, was da. Das Blöde ist jetzt. Das Blöde ist jetzt natürlich, dass wir das Gespräch nicht zurückspulen konnten und die jetzt natürlich sich denken kann, dass wir das waren. Und es wäre doch lustiger gewesen, wenn das ohne das Gespräch. Okay, dann benutzen wir es mal. So. Oh. Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Wie wär's, wenn du dich jetzt trotzdem mal verpisst hier? Ja, 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 ja.
understand English? Get lost. She looks like a pissed off wet cat, and she's still stylish. Das kann man ändern. Warte mal, kann man da nicht hoch den Haken? Ne, ist ja Quatsch, oder? Warte mal. Wir müssen weiter zurückspulen, genau. Nein! Ah. Na, man kann den Haken... Kann man das nicht irgendwie... manipulieren? Okay, let's see if this works. Okay, stopp. Wir müssen noch die Sprinkleranlage andrehen. Die müssen stehen dabei. Schnell. Benutzen. Zack. Blablabla. Mein scheiß Anzug. Oh, alles schön, alles gut. Der arme Samuel kriegt jetzt natürlich auf den Latz, denke ich mal. Aber das ist egal, denn... Kling. Sammy, I'm sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Super. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Oh, möchtest du jetzt nicht mal aufstehen und mich mal vorbeilassen? Oh. Oh man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Wir wissen aber immer noch, die geht nicht weg. Hey, Victoria. What do you want, Max? Verspotten oder trösten. Ja, das ist wieder so eine Sache, ne? Die Alte hat es verdient, verspottet zu werden, aber... Ich glaube, wenn wir die jetzt trösten, ich weiß nicht, wie die reagiert. Wir verspotten sie, wird sie wütend, klar, das ist logisch. Aber wenn wir sie trösten, könnte sie natürlich wieder über uns lästern und uns verspotten. Aber vielleicht könnte man irgendwie ein bisschen mehr Nettigkeit von ihr erwarten danach. Schwierig, also jetzt ärgert es mich irgendwie, dass ich das Spiel nicht als Livestream gemacht habe. Muss ich sagen. Gut, ich würde sagen, wir trösten sie. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Nee. Es war schon gut, dass wir das so gemacht haben. So haben wir rausgefunden, dass das doch nicht so eine Person ist, wie sie gibt sich. Ja, liebe Freunde. Und auch wenn es mich... ja, ich hatte nur... Ja. Euch wird sie die ganze Zeit als Sklaven benutzen und wir werden vielleicht irgendwann die Chance haben, mit ihr normal reden zu können. Selbst schuld.
Aber vielleicht geht es auch nach hinten los. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht kann man das dann im späteren Verlauf dazu nutzen, dass er eben uns hilft oder sonst irgendwas, wenn es bald drauf ankommt. Von daher ist es, glaube ich, besser gewesen, dass wir sie trösten. Auch wenn sie es anders verdient hätte. Aber egal. Da würde ich jetzt sagen, beenden wir wieder den Part. Mich ärgert es trotzdem, dass wir vorne diesen Hof nicht angeschaut haben. Weiterhin. Und ja, ich würde es gerne nochmal spielen, hatte ich gesagt, aber mache ich natürlich nicht. Das ist mir jetzt der Fehler nur passiert und das ist nun mal so, auch wenn es mich ärgert. Und ja, da würde ich... Blablabla. Und da würde ich jetzt sagen, wir beenden jetzt hier den Part mal wieder. Und war auf jeden Fall schön und interessant. Und wir haben auch dieses kleine Rätselchen mit diesem tollen Farbeimer schön gelöst. Und da würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis denn. Tschüss.